Herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Paul Hensel von der Niederlag Consulting GmbH. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video gibt es mal ein anderes Format. Ich werde jetzt eine Reaction machen auf das Video von Tim Taxis. Darf ich gleich zum Punkt kommen? Ist eine Speech von Tim Taxis auch schon ein bisschen länger her, also ein älteres Video. Vor ca. 9 Jahren wurde das jetzt auf YouTube hochgeladen. Wie gesagt, von Gedankentanken hieß es damals. Mittlerweile heißt es ja Creator. Und ich bin sehr gespannt. Ich kenne Tim Taxis jetzt noch nicht so richtig. Ich gehe sehr ohne voreingenommene Kenntnisse hier in das Video rein, habe es auch noch nicht geguckt, nur mal kurz in den Anfang reingeguckt und gehört, dass es um das Thema Kaltakquise gehen soll. Also wie gesagt, ich habe das Video noch nicht geguckt, nur ganz kurz den Anfang gesehen und springe jetzt gleich mal mit euch rein, gebe euch mal meine Meinung dazu ab und reacte jetzt mal auf dieses Video und die Speech von Tim Taxis. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Wer von Ihnen ist selbstständig oder im Vertrieb tätig und würde sich freuen, dieses Jahr noch den ein oder anderen Kunden zusätzlich zu haben? Einfach mal die. Oh, sehr schön. Ich glaube, das will jeder gern. Lassen Sie Ihre Hand bitte oben. Lassen Sie bitte oben. Und wer von Ihnen hätte nichts dagegen, den ein oder anderen Kunden mehr zu haben, der vielleicht besser zu Ihrem Unternehmen passt, mit dem die Kommunikation einfacher läuft oder der bereit ist, höhere Preise zu zahlen? Einfach mal die andere Hand hoch. Ja, und lassen Sie Ihre Hände bitte oben. Diejenigen unter Ihnen, die noch nicht gerne und regelmäßig zum Hörer greifen, um genau die Kunden anzurufen, die sie selbst gerne hätten, lassen Sie während meines 15-minütigen Vortrages Ihre Hände bitte so lange oben, bis ich Sie für das Thema Kaltakquise begeistern konnte. Einverstanden? Gut. Weil, wenn wir ehrlich mit uns sind, keiner mag die Kaltakquise. Keiner im Vertrieb greift gerne zum Hörer, um neue Kunden kalt anzurufen. Gleichzeitig ist die professionelle Kaltakquise das effektive Mittel zur gezielten Neukundengewinnung im Business-to-Business-Umfeld. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum macht es denn dann keiner? Ganz einfach, wir erleben sehr viel mehr Misserfolg als Erfolg. Aber das muss nicht sein, im Gegenteil. Kaltakquise kann einfach sein, überdurchschnittlich erfolgreich und sogar Spaß machen, Ihnen und Ihren Kunden. Und da wird jemand gefragt, Mensch, Taxis, wie kann man denn auf sowas wie Kaltakquise heiß werden? Und da ist meine Antwort ganz einfach. Machen Sie genau das Gegenteil von dem, was alle anderen machen. Und Sie werden wie selbstverständlich erfolgreich sein. Denn wenn ich Sie fragen würde, wer macht denn bereits gerne Kaltakquise? Wer von Ihnen greift gerne zum Hörer, um neue Kunden anzurufen? Wir machen das. Können wir mal eine Stichprobe machen? Eine Hand sehe ich, wunderbar. Gerade eben waren so gefühlte 80. Jetzt ist eine. Mag keiner so gerne, weil für uns im Vertrieb ist die Kaltakquise ja wie ein rotes Tuch. Und wie der Kollege Limbeck sagt, Martin Limbeck, die meisten Vertriebler stellen sich lieber eine Stunde unter die eiskalte Dusche, anstatt auch nur einen Kunden kalt anzurufen. Ich muss ihm schon mal recht geben, die meisten haben wirklich sehr, sehr viel Angst vor Kaltakquise. Ich merke das immer wieder, auch bei mir am Anfang ist viel Angst hervorgekommen, wenn ich die ersten Anrufe gemacht habe. Also sich zu überwinden und Leute am Telefon anzurufen, ist für die meisten Leute schon ein sehr, sehr großes Ding. Und das ist lustigerweise so, obwohl viele Leute gar kein Problem haben, im persönlichen Gespräch, auf einem Event oder so Leute anzusprechen, aber in der Kaltakquise ist es dann doch etwas anderes. Also ja, der Tim Sachs ist auf jeden Fall recht, dass viele Leute wirklich ja, Angst zeigen, sich nicht getrauen, kalt Leute anzurufen und durch die Misserfolge oder durch die Ablehnung dann das einfach sein lassen. Seien es noch so gute Vertriebler, also ja, das Thema Kaltakquise ist schon mit die Spitzenklasse und das Schwierigste teilweise mit, überhaupt erstmal ein Gespräch zu vereinbaren oder jemanden zu überzeugen, den man halt noch nicht kennt, also wirklich ganz kalt anruft, noch nicht irgendwie durch eine Empfehlung reingeholt hat oder durch eine Empfehlung jetzt weiterempfohlen wurde, wo es schon Vertrauen gibt, sondern wo man wirklich noch gar keinen Kontakt hatte und so den Kontakt eröffnet damit. Da hat der Tim Taxis auf jeden Fall recht. Bin mal gespannt, was er jetzt weiterhin sagt. Oder der Kollege Heinrich, der da hinten steht beim Kaltgetränk, der sagt, Kaltakquise, das ist doch wie Kinder machen. Allein der Versuch macht schon Freude. Und wenn Sie diesen Menschen zuhören, die sagen, ach, Kaltakquise, ich greife gut vorbereitet zum Hörer, weiß, wie es funktioniert, bei denen ist es wie Magie. Für die ist es kein rotes Tuch. Die kommen wie magisch zu ihren Terminen am Telefon. Die greifen dahin, rufen an. Und wer wird ihnen zuhören? Da passiert irgendwas am Telefon. Das hört sich eigentlich genauso an wie bei uns. Aber
Aber wie magisch kommen die eben zu ihren Terminen? Und wie in der Zauberei dreht sich hier tatsächlich nicht um Magie, Hokuspokus. Es sind die an sich immer selben einfachen Schritte, die am Ende aneinandergereiht ein fast magisches Ergebnis zeitigen. Und damit das Thema Kaltakquise für Sie eben künftig kein rotes Tuch mehr ist, schauen wir uns jetzt gemeinsam an, wie das geht. Er sagt schon mal was ganz, ganz Richtiges, was ich genauso finde. Wenn du einmal die Schritte raus hast, wenn du weißt, wie du einen guten Einstieg machst, wenn du gewisse Dinge berücksichtigst in deinem Skript, unter anderem, ich bin mal gespannt, was er jetzt noch mitgibt für Punkte, aber dann ist es wirklich viel, viel einfacher. Dann hast du einen klaren Leitfaden und nach über 100, 200, 300.000 Anrufen weißt du dann irgendwann mal, wie es funktioniert. Nur wenn du gerade noch ganz am Anfang bist, die ersten Telefonate machst und halt einfach noch nicht weißt, was alles rauskommen kann oder wie die Gespräche laufen, dann bist du erstmal sehr verunsichert. Also hier sagt er schon ganz richtig, für die einen ist es sehr, sehr leicht, aber hier macht Übung den Meister. Also man muss es halt eine Zeit lang machen, muss wissen, wie man vorgeht, braucht auch die richtigen Tools, also Werkzeuge an der Hand, damit es halt sehr, sehr gut funktioniert und man weiß, wie man vorgehen wird. Stellen Sie sich vor, ja, Sie dürfen gerne. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Ihrem Büro, das Telefon klingelt, könnte ja ein Interessent sein, der bei Ihnen kaufen will, könnte ein Freund sein, der Sie anruft, unter einer Nummer, die Sie nicht kennen, oder jemand, der bei Ihnen Kaltakquise machen will. Und das Problem ist, warum das da draußen nie funktioniert, dass es vier Klassiker gibt, mit denen gefühlt 99,9% der Vertriebler in die Gespräche, in die Kaltakquise am Telefon einsteigen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal die Klassiker. Sie sitzen also im Büro, es klingelt, Sie gehen hin, sagen zum Beispiel Meier. Da sagt einer, guten Morgen, Neumann mein Name von der Firma Logispeed. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Was geht Ihnen jetzt so in den Kopf? Bleib mir weg. Oder? Guten Morgen, Neumann mein Name von der Firma Logispeed. Kennen Sie uns schon, die Firma Logispeed? Will keiner mehr hören sowas. Oder Sie kennen es vielleicht auch, hoffentlich benutzen Sie es selber nicht, aber es sind die Klassiker. Guten Morgen, Neumann mein Name von der Firma Logispeed. Haben Sie gerade mal 10 Minuten Zeit für mich? Oder, der vierte Klassiker, guten Morgen Firma Logispeed, wir sind der führende Anbieter für Logistikdienstleistungen, gerade auch wenn es um Seefracht nach Asien geht und ich wollte mal nachhören, ob nicht die Möglichkeit besteht, Sie innerhalb der nächsten 2 Wochen bei... Ja, hat er sich 4 sehr klassische Einstiege ausgewählt, die man so kennt, wenn man vielleicht auch selbst mal angerufen wurde. Also sehr unangenehm. Man merkt direkt schon, dass es um den Kaltakquise-Anruf geht und das ist ja gar nicht der Sinn dahinter, wenn man gute Kaltakquise betreibt, dass man merkt oder dass es sich nach einem Kaltakquise-Gespräch anhört, dass jemand einen was aufschwatzen will, sondern ja, soll sich ja sehr natürlich anfühlen in so einem Gespräch und man soll sich ja sehr vertraut vorkommen und so ein Gesprächseinstieg ist dann natürlich nicht sehr hilfreich dafür. Kunden zutexten, mag auch keiner mehr hören, aber so oder so ähnlich bekommt es noch jeder zu hören, den wir für die Kaltakquise anrufen. So also nicht, wie dann? Machen Sie genau das Gegenteil davon. Lösen Sie sich von all diesen alten Mustern, nach diesen Verkäuferfloskeln, nach Schema F und Sie kriegen eben nicht die automatischen Ablehnreaktionen. Weil was bekommen wir denn am Telefon? Das sind alles sogenannte Ablehnungsneins. Das heißt, Ablehnung Nein auf der Beziehungsebene. Der Kunde hat sich nicht mit Ihrem Unternehmen, mit Ihrem Produkt, mit Ihrem Angebot, mit Ihrem Nutzen auseinandergesetzt. Er hat einfach keine Lust auf so ein Telefonat. Da hat er Besseres zu tun. Das heißt, es kommt reflexartig. Der beschäftigt sich nicht im Inhalt als Inhaltsnein mit Ihnen, sondern auf der Beziehungsebene haben wir da noch ein Problem. Das heißt, wir müssen erst den Menschen erreichen, bevor wir den Kunden gewinnen können. Und da ist es so, dass Argumente den Geist schließen, Fragen öffnen ihn. Deshalb ersetzen Sie Ihre Sagetechniken, wir sind, wir machen, wir haben, wir tun, durch Fragetechniken, durch gute Fragen. Dann öffnet sich der Mensch, der Kunde, am anderen Ende der Leitung, teilt sich Ihnen mit. Sie können Ansatzpunkte für einen qualifizierten Terminabschluss ableiten und so kommen Sie ganz natürlich zu Ihrem Ziel. So, und wie genau sieht das jetzt aus? Stellen Sie sich vor, jeder, den Sie anrufen, stellt sich unbewusst 5 Fragen. Was meinen Sie? Welche 5 Fragen könnten das sein, die sich jeder, den wir anrufen, unbewusst stellt? Was will er? Das ist die 3. Frage, ganz genau.
Wer ist das, ist die erste. Die zweite, wie lange dauert es? Also sagen wir mal, wer ist das? Wie lange dauert es? Was will er? Ja, was hat es, das fünfte? Also was bringt es mir als Kunde? Und die vierte Frage ist ein bisschen schwierig, sage ich Ihnen. Handelt der Anrufer in meinem Interesse? Weil, Sie kennen selber, wenn Sie angerufen werden, wir denken immer, Verkäufer, der will immer nur eines. Verkaufen. Der hat also mehr Interesse an sich als an mir, meiner Meinung oder der aus meiner Sicht der besten Lösung. Das heißt, wer ist das? Wie lange dauert es? Was will er? Handelt er in meinem Interesse? Und was habe ich davon? Wofür ist es wichtig, diese fünf Fragen zu kennen? Ganz einfach. Wenn es Ihnen nicht gelingt, die ersten vier bereits mit Ihrer Einleitung zu beantworten, dann kommt diese nicht beantwortete Frage in das Bewusstsein des Angerufenen und dann wird er ungeduldig und hat kein Interesse mehr am Gespräch. Dann ist es vorbei. Wenn es uns aber gelingt, die ersten vier Fragen mit der Eröffnung zu beantworten, dann sind wir durch und der Kunde teilt sich mit. Und das Beste ist, wir lösen diesen Ablehnreflex schon gar nicht mehr aus. Möchten Sie gerne wissen, wie das wortwörtlich lauten kann? Ich konnte Sie jetzt schwer verstehen. Gerne. Stellen Sie vor, Sie bekommen jetzt eine Eröffnung von mir, mit der Sie auch so einen Einwand wie keine Zeit, dafür habe ich jetzt keine Zeit oder ich muss gleich ins Meeting, wie Sie solche frühen Einwände nicht mehr hören. Wer von Ihnen ist denn im Vertrieb tätig, hat schon mal den Mut aufgebracht, zum Hörer zu greifen, Kunden anzurufen und hat dann schon mal sowas wie keine Zeit gehört? Oh ja, also einige, viele von Ihnen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, genau an der Stelle, wo Sie in der Vergangenheit oftmals keine Zeit vom Kunden als Einwand gehört haben, bekommen Sie jetzt ein Ja gerne, ja selbstverständlich. Das heißt, Sie bekommen Zustimmung zum Gespräch, inhaltlich und auch noch eine positive Emotion geschenkt. Überlegen Sie sich mal, was das für Sie heißen wird. Sie wissen dann schon vor jedem Griff zum Hörer, dass Sie Zustimmung zum Gespräch kriegen, das heißt, der Kunde ist bereit, mit Ihnen zu sprechen, und Sie kriegen noch eine positive Emotion geschenkt vom Kunden, mit der Sie sich auch noch lang können. Dann wird Akquise einfach, im Weiteren auch erfolgreich und vor allem macht Spaß. Also wie er hier schon richtig sagt, soll man auf den Kunden mit Fragen eingehen, soll man auch selber eine positive Reaktion zurückbekommen. Und er hat sich ja jetzt die fünf Fragen gestellt. Also finde ich gut, auch mal die Perspektive des Angerufenen zu beleuchten, sich anzuschauen und daraus Rückschlüsse zu finden, wie man dann auch so einen Einstieg wählen kann. Wir haben ja auch einen sehr, sehr guten Einstieg in unserer Kaltakquise. Jetzt bin ich erstmal gespannt, was er sagt. Ich habe in anderen Videos schon mal den Einstieg genannt oder ein paar Tipps dazu gegeben, wie man in so ein Kaltakquise-Gespräch einsteigt. Bin jetzt sehr gespannt, was er hier sagt, um diese positive Emotion auch zurückzubekommen, sich verstanden fühlt und dann auch Vertrauen bekommen vom Entscheider. Wer von Ihnen hier in den vorderen Reihen arbeitet denn und das auch noch in einem Bürojob? Sie, die Dame, wunderbar. Sie sind jetzt die Kundin, mit der ich dieses Rollenspiel mache. Einverstanden? Sprechen Sie einfach ein bisschen laut, Sie werden nicht viel sagen müssen, wir machen nur den Anfang. Einverstanden? Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Ihrem Büro. Ja? Haben Sie dafür gewöhnlich viel Zeit und wissen nicht, was Sie tun sollen? So. Nein, Sie haben also keine Zeit. Wenn Sie dort im Büro sitzen, eh schon wenig Zeit haben, mögen Sie dann Kaltakquise-Telefonate, die bei Ihnen eingehen? Nein! Jedes Mal, wenn ich diese Frage auf der Bühne stelle, egal ob mit Deutschland, Österreich, Schweiz, die Frage ist immer, die Antwort ist immer dieselbe. Also, das ist die klassische Situation, auf die wir auch da draußen treffen. Wir möchten Kaltakquise machen, auf der anderen Seite sitzt jemand, wenn wir ihn dann erreichen, im Büro, hat keine Zeit und keine Lust auf so ein Telefonat. Ausgangssituation. Frage: Wie kommen wir dahin, dass dieses Gespräch uns beiden Spaß macht? Gleich klingelt Ihr Telefon. Ihr Nachname ist? Frau Kärntner? Frau Kantner? Sie gehen gleich ins Büro, so wie Sie im Büro immer tun, wahrscheinlich mit Nachnamen. Sie sehen die Telefonnummer, kennen Sie nicht. Das könnte jetzt jemand sein, der Kaltakquise macht. Könnte ein Freund von Ihnen sein, der von der Nummer anruft, die Sie nicht kennen. Oder es könnte ein Interessent sein, der ein Angebot von Ihnen möchte. Ja? Ich schaue jetzt bewusst nicht zu Ihnen, weil wir sind am Telefon, damit ich Ihr charmantes Lächeln nicht sehen kann. Ja? Sonst würden Sie mich ja positiv beeinflussen. Jetzt klingelt das Telefon und Sie gehen ran. Klingelingeling. Guten Morgen, Frau Kantner. Mein Name ist Tim Taxis von Siemens. Ich grüße Sie. Morgen. Frau Kantner, darf ich gleich zum Punkt kommen? Ja, bitte, sagt sie. Applaus. Es ist keine Zauberei, aber magisch doch irgendwie. Sagen Sie nicht sowas wie, ich hoffe, ich störe Sie nicht.
haben Sie 10 Minuten Zeit für mich? Kennen Sie uns schon oder gar den Kunden tot zu texten? Sagen Sie, Frau Kundin, darf ich gleich zum Punkt kommen? Sie kriegen mein, ja bitte, ja gerne, ja ich bitte darum. Und gerade die Menschen, die gefühlt oder tatsächlich keine Zeit haben, die werden noch selbstverständlicher sagen, ja bitte, oder ja bitte, weil ich muss in 5 Minuten ins nächste Meeting. Wenn Sie das von Herzen sagen, Herr Kunde oder Frau Kundin, darf ich gleich zum Punkt kommen? Dann bekommen Sie immer ein ja gerne, ja selbstverständlich. Ja, hat er auf jeden Fall recht. Nutzen wir selbst ähnlich in der Form, diesen Einstieg. Man kann da auch ein bisschen Humor mit reinbringen oder sagen, ja, darf ich direkt mal mit der Tür ins Haus fallen? Darf ich direkt die Katze aus dem Sack lassen und zum Wesentlichen kommen? Also hier gibt es verschiedene Formulierungsvariationen, die man nutzen kann. Darf ich direkt zum Punkt kommen, ist natürlich ein Klassiker. Und wie er schon sagt, gerade bei Leuten, die viel beschäftigt sind, wenn man mit Geschäftsführern spricht, wenn man mit Leuten in einer höheren Position spricht, die einfach viel zu tun haben, die Leute führen im Unternehmen und die wenig Zeit haben, funktioniert dieser Satz sehr, sehr gut. Und dann bekommt dann meistens auch das Verständnis, die meisten reagieren auch lustig zurück. Oder wenn es wirklich sehr, sehr stressig ist, gerade für die Person, aber wenn sie auch wirklich nicht die Zeit haben, dann reagieren sie auch mit einem Nein und sagen, nee, ich habe gerade keine Zeit, rufen Sie später nochmal an. Dann ist es aber auch gut, weil du hast du abgetastet, ob er Zeit hat gerade oder nicht. Und dann versuchst du es einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Also ein richtig guter Einstieg hier, kann ich nur so unterschreiben. Wir schauen mal weiter. Und jetzt überlegen Sie mal, was das für Sie künftig bedeutet. Sie haben gerade gelacht, weil es ja eigentlich so einfach und offensichtlich war. Setzen Sie es ein. Ich habe Kunden, die sagen, oh Tim, das funktioniert ja nicht nur in der Kaltakquise. Das funktioniert auch bei Bestandskunden, die sind viel freundlicher zu mir. Ja, oder machen Sie es gerne auch mal im Privaten, wo es hilft. Gute Techniken können Sie überall einsetzen. Nehmen Sie es und setzen es dort ein, wo Sie es für sinnvoll achten. Jetzt sagen die meisten, ja, aber wie geht es denn dann weiter? Jetzt weiß ich, okay, jetzt kriege ich Zustimmung zum Gespräch, der Kunde freut sich über das Telefonat, aber wie geht es denn weiter? Machen Sie auch jetzt im Weiteren eben genau das nicht, was alle anderen machen. Wieder, wir sind, wir machen, wir haben, wir tun, den Kunden zutexten. Wir hatten ja die 5 Fragen. Wer ist das? Habe ich jetzt durch meine Begrüßung beantwortet. Dann, wie lange dauert es? Hat sie dadurch verstanden, dass ich gesagt habe, darf ich gleich zum Punkt kommen, es geht schnell. Jetzt will sie wissen, was will er und handelt er in meinem Interesse. Sollte es mir gelingen, im weiteren Gespräch diese 2 Fragen auch noch zu beantworten, dann bin ich durch, dann will sie wissen, oh, was ist da für mich drin, was habe ich als Kundin davon. Deshalb im Fluss, ich mache es jetzt einfach mal hier alleine, ohne Sie im Sparring, können Sie sich wieder zurücklehnen, entspannen. Sie sagen, guten Morgen, Herr Kunde, hier ist Vorname, Nachname von Firmenname. Gerne nochmal mit der Begrüßung, grüße Sie. Dann kommt auf alle Fälle ein Dialog zustande. Sagt, ja, morgen oder hallo. Herr Kunde, darf ich gleich zum Punkt kommen? Ja, bitte. Was er hier noch macht, und das ist ganz, ganz wichtig und missachten auch viele, er wartet auf das Hallo ab, also er wartet auf die Antwort vom Gegenüber. Es ist immer noch wichtig, das Hallo sich nochmal abzuholen. Kleiner Punkt, aber macht viel aus. Also nicht dann einfach durchrattern und sofort zum nächsten Satz weitergehen, wenn man sich vorgestellt hat, sondern dann auch nochmal dieses Hallo abholen und da, wie ihr schon sagt, in den Dialog übergehen und sagen, hallo, schönen guten Tag, hier ist der Paul Hensel aus dem Team von der Niederlag Consulting. Ich grüße Sie. Kurze Pause, damit die andere Person hat Zeit hat, ja oder hallo zu sagen und dann weitergehen. Ganz wichtig, diese kurze Pause noch zu machen, damit dieses Hallo auch noch abgeholt wird. Wir möchten Ihr zusätzlicher strategischer Logistikpartner werden, aber nur, wenn das für Sie wirklich Sinn macht. Dazu eine kurze Frage. Ist es okay? Und obwohl ich nicht im Rollenspiel mit ihr bin oder sie mit mir, hat sie gerade genickt, da ist psychologisch alles drin, dass ich der Angerufene gar nicht verwehren kann. Warum? Er weiß, wer ich bin. Er weiß, dass es ruckzuck geht. Business straight auf den Punkt. Ich habe sofort gesagt, was ich möchte. Und aber nur, wenn es für Sie Sinn macht. Da versteht jeder Kunde unbewusst, oh, ich bleibe Entscheider über den Verlauf des Gespräches. Ich könnte zu jedem Zeitpunkt auch Nein sagen. Also merkt er, oh, der Anrufer handelt in meinem Interesse. Und jetzt möchte er wissen, oh, was ist da für mich drin? Und selbst wenn er sagt, ja, wir haben schon einen Partner, aber stellen Sie mal Ihre Fragen, sind Sie trotzdem im Dialog. Nehmen Sie diese kleinen Bausteine, setzen Sie sie in der Akquise ein und es wird so viel einfacher. Überdurchschnittlich erfolgreich und wird Ihnen Spaß machen und Ihren Kunden. Ein letzter Tipp. Wenn Sie im Business-to-Business-Akquise machen, werden Sie oft eine dem Entscheider vorgeschaltete Person antreffen. Wie nennen wir die für gewöhnlich? Das Vorzimmer.
der Drache oder ähnliches. Und wenn Sie so dieses Drachenbild im Kopf haben, dann werden Sie auch unbewusst Ihr Drachentöterkostüm überstülpen. Und mit Ihrem Drachentöterkostüm gehen Sie dann ins Gespräch hinein, nicht ins Gefecht, ins Gespräch. Der arme Mensch, die andere Dame auf der anderen Seite, sieht natürlich, wie hoch gerüstet Sie sind und wird ihrerseits entweder auf Angriff oder auf Abwehr schalten. So geht's also nicht. Sehen Sie? Automatisch kommt wieder der Buzzer. So geht's also nicht. Wie dann? Genau wie immer, es ist ein Mensch auf der anderen Seite. Und dem geht's genauso wie uns. Der möchte nicht die alten Kamellen hören. Der möchte ein natürliches Gespräch von Mensch zu Mensch auf Augenhöhe. Sehr gut, was er hier sagt. Also dieses Menschliche, auch darauf eingehen, wertschätzend sein, das gehört immer mit dazu. Klar, man muss jetzt hier den anderen keinen großen Strauß schenken in der Kaltakquise oder nicht irgendwelche Honig um den Mund schmieren, aber man sollte in der Kaltakquise schon straight sein, aber auch mit das Menschliche bewahren und halt einfach wissen, es geht um einen Dialog miteinander. Also hier menschlich bleiben, nicht aufgeregt sein oder nicht der anderen Person ein schlechtes Gefühl mitgeben, weil man denkt, man kommt hier nicht weiter oder man muss hier gegen irgendjemand kämpfen, sondern man bleibt hier menschlich und sollte eher eine Strategie finden, wie man den Gatekeeper, also das Vorzimmer, umgeht, anstatt einfach dagegen zu kämpfen und zu versuchen, durch den Kampf durchzudringen. Das sagt er schon sehr gut. Nur, wenn wir dann ins Gespräch mit der Vorzimmerdame gehen, dann passiert oft Folgendes. Wir begrüßen sie und dann stellt sie diese eine ominöse, furchtbare Frage. Worum geht's denn? Jetzt hat sie gefragt. Und wir zucken zusammen. Und sie lachen, weil sie sich vielleicht wiedererkennen. Oder der Entscheider sagt im Gespräch, nein, wir haben schon einen Partner. Oh Gott, jetzt sagt das! Und jetzt frage ich Sie, egal wie oft Sie schon Akquise gemacht haben, ob 10 Telefonate oder 1000, wie groß ist die Chance, dass eine Dame im Vorzimmer als persönliche Assistentin, Sekretärin fragt, worum geht es denn? Wie groß ist die Chance, dass Ihr Kunde mit Einwänden kommt? Ja, bei nahezu 100%. Aber trotzdem erschrecken wir immer wieder. Oh Gott, jetzt hat er gefragt. Anstatt wir uns einmal sauber auf die sehr wahrscheinlich auftretenden Situationen professionell vorbereiten und zu überlegen, was machen wir da, um dann für alle Zeiten gerüstet zu sein. Kaltakquise ist kein Abenteuer, wo ich nicht weiß, was mich erwartet. Das sagen die eher Schüchternen. Dann gibt es die eher dominanten Typen, die sagen, ach, mit meiner Erfahrung und Flexibilität, da wupp ich das schon. So war ja auch mal einer. Ist aber Quatsch. Es gibt ganz wenig, überschaubar wenig verschiedene Situationen in der Kaltakquise am Telefon. Bereiten Sie sich einmal sauber drauf vor und Sie sind für alle Zeit gewappnet. Es ist möglich, dass die Kaltakquise einfach und überdurchschnittlich erfolgreich wird und Spaß macht, Ihnen und Ihren Kunden. Aber es ist an Ihnen, das auch entsprechend umzusetzen. Und ich verabschiede Sie mit meinen 3 goldenen TimTaxis-Trainingsregeln. Nummer 1, entscheiden Sie sich bewusst für gute Gedanken. Nummer 2, verlassen Sie die Menschen in einem besseren Zustand, als Sie sie angetroffen haben. Und die 3. Regel, handeln Sie jeden Tag gemäß der Regeln 1 und 2. Schönen Abend. Ja, sehr gutes Video. Er hat das hier gut zusammengefasst, den Gesprächseinstieg vor allem gut runtergebrochen, was man sagen kann. Wir formulieren das Ganze meistens noch ein bisschen anders, kann man noch mehr dazu nehmen, aber ich fand es cool, dass er das runtergebrochen hat, also reverse engineert hat, quasi sich gefragt hat aus der anderen Perspektive, was sind die Punkte, die ich mich selbst frage, wenn ich angerufen werde, was kann man antworten darauf und auch den Punkt, den er noch gesagt hat, einmal richtig gut vorbereiten auf die Fragen. Das sind halt auch Dinge, die wir von Anfang an gemacht haben, wo wir sehr viele Schulungen auch konsumiert haben, also wo wir auf die Branchen hingehend auch dann die gewissen Strategien entwickeln, wenn wir für unsere Kunden anrufen und Kaltakquise übernehmen. Wie gehen wir hier vor? Was sagen wir, wenn die Vorzimmerdame fragt, worum geht es, wenn der Entscheider sagt, ich habe schon einen Kunden oder ich habe schon jemand, der mir bei dem Thema hilft. Das sind die Dinge, die man natürlich hier bei uns auch in der Zusammenarbeit erfährt, wie wir hier vorgehen, was für Strategien wir fahren, wie wir die Kaltakquise auch sehr effektiv gestalten können, um hohe Quoten und sehr hohe Conversions hier rauszuholen. Und sollte dich interessieren, wie wir vorgehen, dann trag dich doch gern für ein kostenloses Erstgespräch ein.
www.paulniederlag.de. Wie gesagt, wir haben schon über 250 Unternehmen betreut, das Thema Kaltakquise für die umzusetzen als externer Dienstleister und so Termine direkt in den Terminkalender zu legen. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir und dann bis dahin, bis zum nächsten Video, dein Paul.